host and to serve you. I am very proud you came from abroad and from all over the country to this little village in Brinkhausen. Brinkhausen, I've never seen such an honorable gathering before. So we are very proud of you. We are to be good enough for you. Thank you for coming. Pray for the peace. Danke sehr, dass du da bist. Deutsch war meine erste Sprache, aber das war so viele Jahre weg. Und leider habe ich mein Deutsch ganz verlernt. Es war auch ein zionistisches Deutsch und ein Deutsch, das Kinder sprechen und ist erwachsen. Zum Beispiel, ich habe nie gewusst, wie zu sagen Besetzung in Deutsch, weil als Kind niemand hat gesprochen über Besetzung. Also entschuldigen Sie mir für, ich muss Englisch sprechen, aber Sie können alles in Deutsch fragen, weil ich verstehe alles, wenn ich es verstehe. And now I switch to English. First of all, I want to thank the Jewish lobby, the Israeli embassy, the anti-BDS movement in this country. Because thanks to them, we got to this lovely place here. Zunächst einmal danke ich der jüdischen Lobby, der jüdischen Botschaft, der Anti-BDS-Bewegung. Denn diesen Leuten verdanken wir, dass wir hierher kommen konnten, in diese wunderhübsche Gegend. Secondly, I would obviously like to thank His Excellency the Bishop and you, all of you activists, led by Nazir, who makes with me a correspondence of 1 year, I think, about this event today. And this morning we were late, we were not late to the train, but the train changed tracks and we didn't know. And we almost missed this opportunity, and then I said after 1 year of emails, we will not make it for today. This will be really outrageous, but finally we made it. So thank you, Nazir, for all your efforts, for the hospitality, and for bringing us here. Zweitens möchte ich natürlich sehr herzlich seiner Exzellenz dem Bischof danken und allen, die Sie hierher gekommen sind und vor allen Dingen Nazir, der uns hierher gebracht hat. Wir hatten etwas Probleme mit dem Zug, denn er wurde von einem Gleis aufs andere umgelenkt und trotz aller E-Mails, die wir bisher ausgetauscht hatten und trotz aller Planungen, war das ein Problem, aber Nazir hat es so eingerichtet, dass wir schließlich und endlich nun doch hierher kamen. And finally, I must thank you, and I say it from the bottom of my heart. I think that people like you, in Europe, in the United States and elsewhere, people of conscience, who are not ready to keep silent, who are not ready to accept every lie, people of truth and of justice, all over Europe, are the only one who give us hope right now, because the situation is quite desperate, and you really give us hope, both Palestinians and Israelis who dream about the new reality, who dream about justice. I think not only the keys in your hands, but really you inspire us, because as long as those communities exist of activists, of people who are ready, even with courage to pay a personal price and not to keep silent vis-a-vis the Israeli propaganda and the Jewish lobby, those are really the last remains of hope. Und schließlich danke ich Ihnen allen, die Sie hierher gekommen sind. Ich danke Ihnen vom Grunde meines Herzens. Leute wie Sie hier in Europa, in USA, Menschen, die ein Gewissen haben, die nicht schweigen wollen und nicht akzeptieren wollen, was bei uns geschieht und wie bei uns ein Ende der Justiz eintritt. Sie geben uns Hoffnung, sowohl in Israel wie in Palästina,
dass wieder die Gerechtigkeit eingeführt werden kann oder beachtet werden kann. Sie haben den Schlüssel in Ihren Händen. Und solange wie Sie wie Sie dafür eintreten, wie Sie persönlich auch einen Preis dafür bezahlen und nicht der israelischen Lobby zustimmen, gibt es für uns Hoffnung. Because the most important thing right now, especially in this country, is not to surrender to the Israeli Jewish pressure. Because what is happening in this country in recent months is not only an Israeli-Palestinian concern, it should be also a German concern. Because what is happening in last months is unheard of. It's the first time that the occupier gets protection, blind, total protection, whatever he does, what crimes he commits, and those who stand against the occupation are criminalized. Can you believe it? And the name of the game is labeling everyone as an anti-Semite. We shouldn't shut up to this, and we shouldn't surrender. Not Israel, not the Israeli embassy, not the Jewish community, and not German Bundestag will decide who is an anti-Semite and who is not. I tell you, it is a crucial moment right now. Because if we will surrender, the battle is lost. Yes. From now on, every word about Israel which will not be liked by Israel will be labeled as anti-Semitic, and then they will paralyze you all. This is unacceptable. Das, der wichtigste Punkt zur Zeit in diesem Land ist, man darf dem israelischen Druck nicht nachgeben. Denn was zurzeit passiert, ist nicht nur unsere Sorge in Israel und Palästina, es muss auch ihre Sorge sein. Es ist unerhört, was passiert. Zum ersten Mal im Leben ist es so, dass der Besatzer geschützt wird und dass derjenige, der besetzt ist, kriminalisiert wird. Kann man sich das vorstellen? Kann man das wirklich glauben? Alle, die für den die Besetzten eintreten, gelten als Antisemiten. Und wer ist, sind die Deutschen, wer ist die deutsche Regierung, wer ist der deutsche Bundestag, der entscheidet, wer Antisemit ist und wer nicht? Sobald man dem nachgibt, sich dem unterwirft, ist die Schlacht verloren. Es wird so sein, dass dann alle schlicht als Antisemiten bezeichnet werden, paralysiert werden in ihrer Aktion, und das wäre unannehmbar. Please don't fall to this trap, because it is a manipulation, a very cynical manipulation. Germany is being manipulated by emotional, really by emotional manipulation, because it is Germany, and you shouldn't fall to this trap. On the contrary, you should say, if I may tell you, that Germany has a special responsibility to our democracy, a special responsibility against occupation anywhere, a special responsibility for justice, and a special responsibility also toward the Palestinian people, who is an indirect victim of the Holocaust. Let's not forget this. The Palestinians are the indirect victims of the Holocaust. And after the Wiedergutmachung with Israel, it's about time to make also a Wiedergutmachung with the Palestinians. Bitte gehen Sie nicht in diese Falle, denn es ist eine Falle, es ist eine Manipulation. Deutschland wird manipuliert,
emotional, das ist verständlich, aber es sollte nicht in diese Falle gehen. Und lassen Sie mich sagen, Deutschland hat eine besondere Verantwortung, für Demokratie, für Besatzung, wo immer sie geschehen möge, ist verantwortlich dafür, dass Gerechtigkeit geschieht, ist verantwortlich gegenüber dem palästinensischen Volk, das ja doch ein indirektes Opfer des Holocaust ist. So ist es. Und nach der Wiedergutmachung gegenüber Israel ist es an der Zeit, dass eine Wiedergutmachung gegenüber dem palästinensischen Volk durchgeführt wird. This morning in the Hauptbahnhof of Berlin, when my partner Katrin and I realized that the train left the station, when Nassim was on the phone and he told me, no, don't run, the train left the station. I thought about another train that left the station. And that's the train of the two-state solution. Heute Morgen am Berliner Hauptbahnhof, als der Zug abfuhr, den Bahnhof verließ, sagte Nasi zu mir am Telefon, er hatte mich dann schließlich doch gefunden, nein, ihr braucht nicht zu laufen, der Zug ist weg. Und dann konnte ich ihm von einem anderen Zug sagen, oder ich dachte an einen anderen Zug, der abgefahren ist, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. You know, trains have this tendency, and I realized it this morning, that they never come back. Once they left the station, you have to draw the conclusions and to think about a new route, a new timetable, or a new game. But you cannot keep on waiting. I really wanted to stay in my seat and wait. Maybe the train will be back. But this would lead me to nowhere. I would have never made it to come here if I would remain in the same seat and wait for the train to arrive. I had to do something. I was totally paralyzed, so Katrin did everything. But finally, we found a solution, a new solution, which we never thought about it before. That's exactly what we have to do now. Man hat natürlich Tendenz, einfach sitzen zu bleiben, da wo man saß und wo man auf den Zug gewartet hat. Stattdessen musste man aber eigentlich dann denken, wie sieht es mit dem Fahrplan aus, wir müssen einen neuen Plan ausarbeiten. Gerne wäre ich da sitzen geblieben, wo ich saß und dachte mir, der Zug kommt vielleicht zurück. Aber nein, er kommt nicht zurück. Man musste etwas tun, wir mussten etwas tun, wir brauchten eine neue Lösung, an die wir zuvor nicht gedacht hatten. Und das ist, was wir brauchen. Now I don't think that many people still really see a possibility for the two-state solution. Yes, the two-state solution is the most logical solution, maybe the most just solution. Two peoples share one piece of land, let's share the land between the two peoples. The only problem with the two-state solution is that I don't believe that anyone who knows reality can really believe that it is still achievable. It is a train that left the station and we have to realize it, and instead of continue to talk about it and to dream about it, knowing that it will not happen, we have to rush to the information center and ask for an alternative plan. Ich glaube nicht, dass noch sehr viele an die Zwei-Staaten-Lösung denken. Die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Man hat gedacht, zwei Völker teilen ein Stück Land, also wollen wir es unter ihnen aufteilen. Aber das Problem ist ja, dass niemand wirklich denkt, dass diese Lösung erreichbar ist. Der Zug ist eben abgefahren. Und es hilft nichts, weiter darüber zu sprechen, weiter davon zu träumen. Man muss zum Informationsschalter gehen und dort fragen, welche neue Lösung es gibt. Now in the last 52 years we are living in a one state. It is a one state. Jerusalem and Tel Aviv decides what will be
not only in Jerusalem and Tel Aviv, but also in Ramallah and Gaza. It is a one state. The Israeli currency, the Israeli registration, everything is Israeli, both in Gaza and in Ramallah, in Jenin and in Hebron. It is a one state. The only problem of this state is its regime. It's all about its regime. And the regime should be changed. So right now it sounds outrageous for many Palestinians and Israelis, Europeans and Americans. But let's think about it for a moment in a very rational way. The one state is there. It's only about its regime. Do we have an alternative to changing its regime? Seit 52 Jahren nun ist es ein Land. Jerusalem und Tel Aviv entscheiden, was zu tun ist. Ramallah und Gaza ein Staat. Auch dort wird entschieden, was zu tun ist. Es ist dasselbe Geld. Es ist dieselbe, im Grunde dieselbe Regierung, die herrscht über Ramallah, Jenin, Hebron. Das Problem ist nur das Regime. Das Regime muss geändert werden. Es ist unerhört, was da passiert gegenüber Israel, gegenüber Palästina, auch was in Europa und in den USA darüber gedacht wird und was da geschieht. Also wollen wir doch rational überlegen, was man tun kann. Ein Staat ist da. Nur das Regime ist das Problem. Und welche Alternative haben wir nun? We have to put an end to two lies. The first lie is that the occupation is temporary. That just about to end. That Israel is just looking for a partner, for a solution, but the occupation is there as a deposit, as something temporary. Israel has no intention to keep it forever, and when time will come, Israel will put an end to the occupation. This is a lie. This was a lie from day A. This is a lie all over those 52 years, because there was never an Israeli government or an Israeli prime minister who meant seriously to put an end to the occupation. Never. With all the peace Nobel Prizes, with all Oslo and Rabin and Peres and all those great, great peacemakers, none of them meant to put an end to the occupation. And now, after 52 years, you can't continue to say that this is temporary. We have to realize that the occupation is there to stay if it depends on Israel. Wir müssen zwei Lügen wirklich aus der Welt schaffen. Die erste Lüge ist, dass die Besatzung temporär wäre. Israel sucht einen Partner, Israel sucht die Lösung, Israel ist zwar da, aber Israel will nicht ewig bleiben. Wenn die Zeit denn gekommen ist, wird Israel sich darauf einlassen, wird die Besatzung abschaffen. Das ist eine Lüge und das war es all diese Zeit lang. Nie hat es einen Premierminister in Israel gegeben, der wirklich seriös, ernsthaft daran dachte, die Besatzung zu beenden. Mit all diesen Friedenspreisen, mit allen Oslos, mit allen diesen Friedensmachern, niemals dachte man daran, die Besatzung wirklich zu beenden. Nein, Besatzung ist da, um zu bleiben, wenn es nach Israel geht. And the second lie is that Israel is a democracy. The only democracy in the Middle East. The Western outposts among those barbarians, the Arabs, the villa in the jungle. Because as part of you at least know by now, you can't be half pregnant. Either you are pregnant or you are not pregnant. Either you are a democracy or you are not a democracy. You can't be a democracy only for one people,
or only in a certain part of your country. Imagine yourself, Germany declares itself a democracy and Bayern is under occupation, military occupation. I mean, maybe Bayern deserves it, so let's make another. I hope there's no one from Bayern. But in any case, would anyone take it seriously that Germany is a democracy if one of the states in Germany would have been a tyranny? No, Germany would be declared a non-democratic state. Same for Israel. Israel has today three regimes, maybe the only country in the world with three regimes. It has a quite liberal democracy for Jewish citizens. It has a very discriminatory regime for its Israeli-Palestinian citizens. And it is a brutal tyranny, one of the worst tyrannies in the world today, and I mean it, to its Palestinian inhabitants. The military occupation of Gaza and the West Bank is one of the most brutal tyrannies in the world today, no less than this. There are not many regimes that come every night and kidnap people from their beds. There are not many regimes that put people in jail for months and years without a trial. There are not many regimes that feel that they can do anything without any limits. Not the international law, not the Israeli law. Everything is above the law. This has nothing to do with democracy. So the second lie must be also exposed. Israel is not a democracy. It's not part of the West as long as it is now. Die zweite Lüge ist, Israel ist eine Demokratie, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und das gilt für das ganze Land und einschließlich der Besatzung. Schließlich kann man ja nicht ein bisschen schwanger sein, sondern man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Man hat eine Demokratie oder man hat keine Demokratie. Man kann nicht Demokratie haben für ein Volk und für einen Teil des Landes. Wie wäre es denn in Deutschland, wenn Deutschland sich zur Demokratie erklärte, aber Bayern zum Beispiel unter Besatzung lebte? Wie würde das hier aussehen? Ich hoffe, es gibt keine Bayern hier, die sich jetzt darüber wundern, was ich hier sage. Aber man würde doch dann unter diesen Umständen Deutschland nicht als Demokratie betrachten, wenn ein Land, ein Bundesland unter einer Tyrannei litte. Keine Demokratie in Deutschland, keine Besatzung. Und ebenso ist es mit Israel. In Israel ist es so, dass es eigentlich drei verschiedene Regime gibt. Da gibt es zum einen das freiheitliche, demokratische Regime, das gilt für die israelischen Bürger. Dann gibt es ein israelisches diskriminierendes Regime, das gilt für die palästinensischen Bürger Israels. Und dann gibt es eine Tyrannei, die die militärische Besatzung durchführt in Gaza und in der Westbank, die grausamste Tyrannei, die man sich vorstellen kann. Denn es gibt wohl nicht viele Tyranneien auf dieser Erde, die die Menschen nachts aus dem Bett holt oder die sie verhaftet ohne Gerichtsverfahren. Und der Staat und Israel denken nach wie vor, es kann alles tun, es werden ihm keine Grenzen gesetzt und braucht keine Demokratie durchzuführen. Diese zweite Lüge muss auch offen dargelegt werden
Und es muss gesagt werden, dass Israel keine Demokratie ist. Now this situation, unfortunately so, will not be changed from within Israel. As long as life in Israel is so good, and brainwash system in Israel is so efficient, there is no incentive to go for any change from within the society in Israel. Some of you have visited Israel. It's unbelievable in which denial this society is living. It's unbelievable how much the occupation is not discussed at all. You see now in the campaigns to the elections, one campaign after the other, nobody talks about the big elephant in the room. Because we all believe that if we will not talk about the elephant will not be there. But the elephant is there and will stay there, if the Israelis want it or not. But this denial can change only when Israelis will have either to pay or to be punished for the occupation. As long as Israel does not pay or is not punished for the occupation, there is no incentive to go for change. Why? What for? People know nothing about the occupation, care nothing, don't know, don't want to know anything. And life goes on. Go to see the cafes and the restaurants in Tel Aviv, try to get a table in a restaurant in Tel Aviv, and listen to what people talk there. They talk about everything except of the occupation. Doesn't exist. Know nothing about it. They've never been there. So, unfortunately, there is no chance for change for within Israel as long as this status quo in which Israel is just gaining for the occupation, pays no price for the occupation, as long as this continues. Die Situation, wie sie ist, wird sich auch nicht ändern aus Israel heraus. So wie die Menschen da der Gehirnwäsche unterlegen sind, wie das Regime funktioniert, kann sich nichts ändern. Einige von Ihnen haben es ja wohl besucht und gesehen. Die Situation wird nicht diskutiert. Man kann es sehen jetzt bei den Wahlen und den Vorbereitungen dazu. Und es ist wie in diesem Bild, der große Elefant steht im Raum. Man redet ihn weg, er wird weggeredet, aber er ist eben einfach da. Und man kann nicht um ihn herum. Dieses muss sich einfach ändern. Wenn Israel nicht bezahlen muss, wenn Israel nicht bestraft wird für die Besatzung, warum sollte es dann auch etwas ändern an der Situation? Die Menschen wissen ja nichts von der Besatzung. Niemand möchte das sehen, niemand spricht darüber. Wenn Sie in Tel Aviv in ein Restaurant gehen, sich hinsetzen und ein bisschen hören, was die Leute reden, sie reden über alles, aber nie über die Besatzung. Und es besteht einfach keine Chance, dass sich daran etwas ändert, wenn Israel nicht dafür bezahlen muss, dass es die Besatzung durchführt und aufrechterhält. And this really puts, a special responsibility on the international community. The international community knows what to do. When Russia invaded Crimea, within weeks, there were sanctions on Russia. Within weeks. After 52 years, nobody even dares to speak about sanctions on Israel, and now it's becoming also illegal to talk about it. Israel is calling to boycott Iran, to boycott Hamas. Israel was for years leading a struggle to let the Russian Jewry out of Soviet Russia. Israel knew how to create an international struggle. The international community knew very well what to do with South Africa. And I don't remember in those times that anyone who fought for equal rights in South Africa was accused as a criminal in the West. On the contrary, we highly appreciated those in the West who fought for freedom, for the black, and equality for the blacks in South Africa. And where exactly is the difference?
Und hier liegt eine große Verantwortung auf der internationalen Gemeinschaft. Die internationale Gemeinschaft weiß sehr wohl, was zu tun ist. Als Russland die Krim besetzte, wurden innerhalb von Wochen Sanktionen verhängt. 52 Jahre lang sind keine Sanktionen gegen Israel verhängt worden. Israel ruft auf zum Boykott gegen Iran, Boykott der Hamas. Israel hat sich angestrengt, hat gekämpft dafür, dass russische Juden aus der Sowjetunion freigelassen wurden. Und Israel weiß sehr wohl, wie es international auftreten muss. Als es um Südafrika ging, da wurde für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung gekämpft. Und wenn etwas dagegen getan wurde, wenn das nicht weiter, nicht voranging, dieser Kampf, dann wusste der Westen sehr wohl, wie er sich verhalten sollte. Wo ist da der Unterschied zu Israel? And here we come to the core issue. What do we do? 52 years of occupation, what is next? And my suggestion tonight is to change the discourse. To stop talking about the occupation, stop talking about the settlements, stop talking about the suffer, stop talking about the borders, and start to speak about something very, very simple and basic. Equal rights. We ask for equal rights. This is what we ask. Let Israel say no for equal rights, which it will. And the day that Israel will say no for equal rights, this will be the day that Israel will declare itself as an apartheid state, officially, formally, and legally. And then we will see what the international community will do with an apartheid state which declares itself as an apartheid state. But the discourse must get now to a new language, the language of one person, one vote. What will Israel say when we ask Israel for equal rights? Security? What does this have to do? Holocaust? What does this have to do with equal rights? Chosen people? What does this have to do with equal rights? Promised land, what does this have to do with equal rights? Equal rights is the basic of any democratic system. There's nothing more basic than this. Equal rights to vote, equal rights to move, equal rights, equal civil rights. That's all. That's all what we ask. And we have to challenge Israel with this simple require, because to all the other requires, Israel is always an answer. The international law is fantastic, but it doesn't apply on Israel. It applies everywhere, but not Israel, because Israel is a special case. We are living in danger, in existential danger. A regional superpower with no army, no weapon in the world that the Israeli army does not possess, and we live in an existential danger, not the Palestinians. We need security. You never hear about the Palestinian security. Nobody talks about the Palestinian security. They have answers for everything. Now it's time to challenge and to change the discourse and to speak about equal rights. And it might change, it might become a game changer. Zur Kernfrage, nämlich, was ist zu tun? Was können wir tun? Mein Vorschlag ist, wir ändern den Diskurs. Wir hören auf, von der Besatzung zu sprechen, von Siedlungen zu sprechen, von den Grenzen zu sprechen. Wir fangen ganz einfach an und sprechen ganz einfach von Gleichberechtigung, von gleichen Rechten. Lassen Sie doch Israel sagen, nein, nein zu gleichen Rechten. Der Tag, an dem Israel sagt,
Es ist nicht für gleiche Rechte, erklärt sich Israel zum Apartheidstaat. Der Diskurs muss eben einfach geändert werden. Sprechen wir von ein Mann, ein Wort, eine Stimme. Heute sagt man eine Person, und ist ein Mann, ein Mann ist ein Also eine Person, eine Stimme. Was sagt Israel, wenn man von gleichen Rechten spricht? Israel weiß sofort, es geht uns um Sicherheit und das erinnert uns an den Holocaust. Gleiche Rechte aber sind die Grundlage. Gleiche für alle, Bürgerrechte für alle. Für alles aber, was man ihm entgegenhält, hat Israel eine Antwort. Es sagt immer sofort, ja, das lässt sich hier nicht anwenden, weil wir ein ganz besonderer Staat sind. Wir sind in Gefahr, wir sind in existenzieller Bedrohung, wir brauchen Sicherheit. Die Palästinenser, da ist keine Rede davon, dass sie Sicherheit brauchen. Israel hat auf alles eine Antwort. Sprechen wir aber von gleichen Rechten, dann ist das vielleicht etwas, was die Situation ändern könnte. Now this leads to a revolutionary reset or restart of everything. It is unthinkable for the Jews, it is unthinkable maybe right now for the Palestinians, it is unthinkable for Europe and the United States and for the world. Because by the end of the day it means no self-determination for the Jews, no self-determination, separate self-determination for the Palestinians, and the creation of a new game. Right now it sounds really, it's the end of Zionism, obviously. Right now it sounds revolutionary and like a utopia. But first we have to ask ourselves, do we have an alternative? And secondly, I need to quote Mustafa Barghouti. Dr. Mustafa Barghouti is with us today, and we had yesterday a lovely evening with our common friend Daniel Barenboim, and he said a wonderful sentence yesterday when he said, many times the impossible is easier to get than the difficult. What is difficult is always harder to get than the impossible. And this really inspired me, because right now it really seems impossible. Jews dreamt about having a Jewish state. Palestinians are still dreaming about the Palestinian state. But to the fellow Israel, my fellow Israelis, my fellow Jews, I can say, if you want a Jewish state, where have you been until now? It doesn't go, you can't have it all. I don't need a Jewish state. I want a democracy. I want a just state. Germany is not a German state. And the United Kingdom is not an English state or a British state. Those are democracies. The only two countries I remember that define themselves on an ethnic or religious basis are the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. Israel cannot define itself as a Jewish state, but if it wishes, go ahead. But you can't have it all. If you want to be a Jewish state, you have to put an end to the occupation a long time ago. If you want to be a democracy, you have to put an end to the occupation a long time ago. I believe that with 700,000 settlers, this game is over. And therefore, the only alternative is one state, democratic and equal. Right now it seems really far beyond anything that we can think about. But history is full with examples in which the unthinkable happened. A few weeks ago, I went with Israeli troops to a big maneuver next to Nuremberg, in which Israeli parachutists trained together with the German army.
anyone believe in 45, in 50, in 55, in 60 that this will ever happen? Would you think that Germany and France will be the best allies? And it happened very easily. Would you believe that Germany will be the best ally of Israel in Europe? Who would believe all this, all those things? And they happened. So we can't just think about what seems right now achievable. We have to think about the unthinkable. I must mention that I participate in this maneuver as a journalist, not as a soldier, by all means. Das hört sich natürlich zunächst revolutionär an. Es hört sich undenkbar an für die Juden, für die Palästinenser, für die Europäer, für die Amerikaner, für die Welt. Aber im Grunde am Ende wird das Revolutionäre doch Wirklichkeit. Es hört sich wie eine Utopie an, gut, aber was ist die Alternative? Ich habe gestern mit Dr. Baragutis und meinem guten Freund Daniel Warenbäum zusammengesessen und gesprochen. Und er sagte, das Unmögliche ist leichter zu erreichen als das Undenkbare. Nein, das Unmögliche ist mehr erreichbar als das Schwierige. Ah, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Also ein palästinensischer Staat. Wenn ich mit meinen Mitjuden spreche und wir zu diesem Punkt kommen, dann frage ich, wo wart ihr denn? Was, wenn ihr, was ist eure Idee, was wollt ihr haben? Ich brauche keinen jüdischen Staat, ich brauche einen gerechten Staat. Ich will eine Demokratie haben. Deutschland sagt ja auch nicht, es ist ein deutscher Staat oder ein Staat der Deutschen. England ist nicht ein Staat der Engländer. Es gibt zwar die Islamische Republik Iran und Pakistan, aber Israel kann sich nicht jüdisch nennen, solange es die Besatzung durchführt. Das Spiel ist aus. Wir sind ein demokratisches Land und brauchen ein demokratisches und gleichberechtigtes Land. Ich habe vor kurzem teilgenommen an Manövern der Truppen in der Nähe von Nürnberg. Deutsche Soldaten und israelische Soldaten trainierten zusammen. Und wer hätte das für möglich gehalten, 1945, 1950 oder noch länger, noch später, dass dieses einmal zusammenkommen würde? Wer hätte für möglich gehalten, dass Frankreich und Deutschland die besten Freunde wären, dass Israel und Deutschland die besten Verbündeten wären? Außerdem muss ich hinzufügen, ich habe an diesem Manöver teilgenommen als Journalist, nicht als Soldat. Es wird zu alt. Bitte? Nein, das ist kein Potenzial, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist ein anderes Thema. In any case, I brought it just as an example to show things that are thinkable and are happening. Not that I'm praising it, but the unthinkable can happen. That's the only point. And here I come to my concluding sentences. In the recent years, many people like me and me personally, we felt really desperate. We saw that everything is going to the opposite direction. The occupation is today stronger than ever. The end of the occupation is farther than ever. Israel is stronger than ever, we have to realize it. The Palestinians are weaker than ever. Divided, still bleeding from the Second Intifada. The Arab world couldn't care less. The West is losing interest.
And it looked really as if we are going into a terrible, endless period of time, because I didn't see really the light in the end of the tunnel. And then after a few visits in South Africa, when I saw that the unthinkable can happen, with all the problems, and I know all the problems of South Africa, but finally South Africa is today a more just place than it used to be 25 years ago. I realized that we need some kind of light, some kind of vision, something to look forward. If I would have been here in the late 80s, and I would have told you, listen, within a few months the Berlin Wall is going to fall, Soviet Russia is going to fall, South Africa is going to fall, within months. Nazi, you would have never invited me again. You would have thought this man is out of his mind. He should be in a mental hospital, not here. And all this happened. And nobody saw it happening. Nobody saw it happening. I remember when I visited once divided Berlin and I crossed to the east. I said, no, no, those are two peoples now. They will be never reunited. And it happened. Same for our part. We shouldn't think only about the future according to the present, because this will lead us to nowhere. At the present, it seems that there's no chance for anything. But many times, you walk in the street or in the forest, there are so many forests around us, and all of a sudden you see a big, strong tree falls down like nothing. And you ask yourself, how come this tree fall? It looked so strong, so healthy. And then you look inside the tree and you see the tree is totally rotten. And what is more rotten than the Israeli occupation, and what is more rotten than the reality in the Middle East right now? Thank you very much. Vor kurzem waren Menschen wie ich wirklich verzweifelt. Die Dinge liefen alle in die falsche Richtung. Die Besatzung lief weiter, Israel wurde immer stärker, Palästina wurde immer schwächer, Palästina ist immer schwächer. Die arabische Welt ist nicht interessiert, der Westen schaut weg. Und es schien endlos so weiterzugehen. Ich sah kein Licht am Ende des Tunnels. Und dann sah ich Südafrika und das Undenkbare schien zu passieren. Und heute ist die Situation dort durchaus besser als vor 35 Jahren. Wir brauchen etwas, auf das wir uns hoffend oder wohin wir uns hoffend wenden können. Wir brauchen etwas, worauf wir schauen können. In den 80er Jahren zum Beispiel, wer hätte gedacht, dass die Berliner Mauer fällt, dass die Sowjetunion fällt, dass Südafrika fällt? Wenn ich das damals gesagt hätte, das wird jetzt bald passieren, dann würde man gesagt haben, diesen Menschen laden wir am besten nie wieder ein, der scheint verrückt zu sein. Niemand hat das damals kommen sehen. Als ich damals hier war, sagte ich selber, das sind jetzt zwei Völker, die sind getrennt. Und dennoch ist es so gekommen und sind die beiden Völker oder ist das deutsche Volk wieder zusammengekommen. Man muss nicht stehen bleiben bei der Betrachtung der Gegenwart. Wenn wir einen Wald um uns herum haben, dann denken wir, diese Bäume sind alle stark und fest und plötzlich fällt ein großer Baum um. Man fragt sich, warum ist der Baum umgefallen und sieht ihn sich genauer an und stellt fest, innerlich ist er einfach kaputt.
Und was ist mehr kaputt, was ist mehr verfault als die Besatzung, als die jetzige Situation im Nahen Osten? Ja, vielen Dank für diesen Vortrag.